fährt denn unser Überraschungsteam mit dem Dachdecker aus Dortmund? Das wird noch nicht verraten. Später mehr dazu. Jetzt gucken wir erstmal nach Hagen-Berchum. Was die Berchumer da nämlich in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt haben, das kann sich wirklich sehen lassen. In dem Hagener Stadtteil machen sich wirklich viele Bürger stark für ihre ganz persönliche Energiewende. Immer mehr Nachbarn machen da mit. Es geht ums Energiesparen, um Solaranlagen auf den Dächern, um Windkraft und um umweltbewusstes Heizen. Außerdem machen sich die Berchumer ständig fit in diesen Themen. Gestern Abend zum Beispiel, da gab es im Stadtteil für jeden Infos über Elektrofahrzeuge. Die Energiewende. Im Berchum kümmern sich die Bürger selbst darum. Diesmal geht es um das Thema Elektromobile und sie machen es hier ziemlich konkret. Da gibt es Räder mit Stromakkus zu testen und Autos, die mit Strom fahren. Das ist die Zukunft, sagt Helmut Küffner von der Solarinitiative im Hagener Stadtteil Berchum. Er und seine Mitstreiter kümmern sich seit 10 Jahren darum, dass ihr Dorf die Energiewende schafft. Wir haben schon ungefähr ein Drittel der Bürger nutzen schon Solarenergie. Und wir wollen das steigern. Unser Ziel ist, dass wir bis 2020 50% der Energie selbst erzeugen. Helmut Küffner führt uns durch Berchum. Sie haben hier einiges auf die Beine gestellt, die Energiewende der kleinen Leute sozusagen. Ja, wir haben hier das Passivhaus von Berchum auf unserem Solarlehrpfad hinter mir. Das ist vor 4 Jahren ist das gebaut worden und es kommt völlig ohne Heizung aus. Wir treffen den Architekten und Eigentümer des Passivhauses, das er vermietet hat. Auch er ist Mitglied in der Solarinitiative des Ortes. Man braucht die Unterstützung. In der Gemeinschaft ist man wesentlich stärker. Ganz klar, wenn man alleine als Einzelkämpfer auftritt, das ist nicht besonders effektiv. Klar, man seine Probleme technischer Natur muss man alleine lösen. Aber Initiative mit der Unterstützung macht das wesentlich mehr Sinn für alle auf jeden Fall. Helmut Küffner geht mit uns weiter durchs idyllische Dorf und zeigt, wie viele Nachbarn bereits mitmachen. Ja, hier haben wir auch noch eine ganze Reihe von Photovoltaikanlagen. Wir haben da eine, alles polykristalline Solarmodule. Auch die Schule gewinnt Strom durch Sonnenlicht. Die Bürger von Berchum haben 27.000 Euro für die Markisen mit durchsichtigen Solarmodulen vorfinanziert. Dieses Projekt hier hat dazu geführt, dass wir uns überhaupt gegründet haben, weil es ist eine Solarstromanlage, aber in Form einer Verschattung, einer Solarmarkise, die sich selbst bezahlt macht. Diese Investition haben die Bürger längst zurückbekommen und verdienen jetzt Geld damit. Nachbarn helfen Nachbarn bei der Energiewende. Im Gemeindehaus wird gerade die alte Heizung entsorgt und eine neue Holzheizung eingebaut. Auch das finanziert die Solarinitiative Berchum mit. 6.000 Euro haben sie da gespendet. Wir sind finanziell als Verein ganz gut aufgestellt, weil wir Spenden bekommen. Und wir wirtschaften eigentlich so, anders als in der Regierung, wir haben immer weniger Ausgaben als Einnahmen. Die Solarinitiative in Berchum zeigt, wie die Energiewende im Kleinen funktioniert. Ja, während die Politiker in Berlin noch über die bundesweite Energiewende streiten, da zeigen uns die Berchumer, wie es funktioniert. Aber können wir das vielleicht auch alle? Rechnet sich das ganz privat für uns, eine private Energiewende?